Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind mal wieder im Stadion. Ich war ewig nicht mehr im Europaparkstadion. Freiburg spielt heute gegen Eintracht Frankfurt. Unglaublich wichtige Woche für den SC. Donnerstag war ich in Lens. Kleinen Trip gemacht nach Frankreich. Super Video gewesen. Bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, ein Abo da. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe mir auch eure Kommentare zu Herzen genommen. Wir haben hier so einen schönen Bobble an meinem Rand. Also vom Sound her. Im Stadion vor allem sollte es ein bisschen besser werden. Ich hoffe, dass es was bringt. Wir gehen jetzt erstmal auf jeden Fall noch was snacken. Wir haben noch ungefähr eine Stunde 30 bis zum Spiel. Bin sehr gespannt auf die Aufstellungen. Verletzungstechnisch sieht es ähnlich aus wie am Donnerstag. Gulde war ja wieder fit. Bin gespannt, ob Keitel wieder Innenverteidiger ran darf. Gregoritsch wünsche ich mir. Aber dazu später mehr. Ab zum Snacken. Also es gibt jetzt ein paar Chili-Cheese-Fries. Ich habe ein bisschen gechoked. Ich wusste nicht, dass da Mais drauf ist. Nur kuriose Menschen mögen Mais, sage ich. Aber ich bin gespannt. Die Pommes sind eigentlich immer richtig nice. Ja, mal schauen. Also ich sag ehrlich, die Pommes, die waren stabil, schön frisch. 9 von 10. Ich habe mir Chili-Cheese aber irgendwie anders vorgestellt. Aber es ist cool, dass es auch was anderes gibt. In der Halbzeit, stabile Stadionwurst. Und wir gehen jetzt Plätze suchen. Wir sind O4. Erstmal schauen, welcher Eingang das ist. Aber ich glaube, die Plätze sind sehr schön zentral und richtig nice. Das ist die View von unseren Plätzen. Ich muss ehrlich sagen, das sind die mit Abstand besten Plätze, die ich bis jetzt hatte. Ich hoffe, dass der Ton besser ist als auch im letzten Vlog. Frankfurter Vlog auf jeden Fall auch schon am Start. Ich bin sehr gespannt. Die Frankfurter Ultras und die Frankfurter Fanszene ist ja eh allgemein dafür bekannt, dass sie mal richtig Stimmung machen. Wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Also die View ist schon unglaublich. Hier beim Aufwärmen gerade, Doan und Co. Ich hätte mir echt Gregoritsch in der Startelf gewünscht. Auch Gulde und Kübler, die ich ja letztes Mal ein bisschen gefrontet habe, die haben ein super Spiel gemacht. Vor allem auch Keitel in der Innenverteidigung, Weltklasse. Bin mal gespannt, wie sie es heute machen und ob sie in der Bundesliga mal wieder 3 Punkte einfahren können. Also es gab jetzt auch nochmal eine Stadionwurst, weil Diät, weil Mast. Wichtiges Spiel heute. Freiburg gegen Frankfurt. Freiburg gerade in der Tabelle mit 28 Punkten. 2 Plätze hinter Frankfurt mit 32 Punkten. Mein Tipp heute, ich sag, das wird ein 3:1. Föhler trifft, ich habe es gesehen, Gregoritsch nicht auf der Bank. Wir zeigen hier nochmal Tabellensituation und hier nochmal die Aufstellungen. Also Freiburg eigentlich 1:1 dieselbe Aufstellung wie am Donnerstag. Die haben es auch sehr geil gemacht. Und Frankfurt mit Kalajdzic, Marmoush und so, auch eine richtig starke Aufstellung. Ich sage, Grifo scored, der für Röhr reingekommen ist, also doch nicht dieselbe. Höhler und Kübler nach einer Ecke für Frankfurt, Kalajdzic, mein Call. Und ich sag's euch, die Stadionwurst in Freiburg mit Abstand die beste in der ganzen Bundesliga. Mit der 5, Manuel. Die 8, Maximilian. Also Spiel mal direkt nach 2-3 Minuten unterbrochen. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr langer Nachmittag. Also was ich im Freiburg-Stadion echt nicht verstehe, sind diese vielen Logenplätze immer. Schaut euch mal an, wie viele freie Plätze da am Start sind. Weiß nicht, passt irgendwie nicht zu Freiburg. Mein guter Freund Mario Götze. Wir sind gute Freunde, wir haben Videos zusammen gedreht. Hier nochmal ein kurzer Einblick. Schnick, schnack, schnuck. Du darfst anfangen. Also schon sehr cool, die Plätze. Bist du so direkt immer am Start. Eggestein hier einfach keine 5 Meter vor einem gefühlt. Also das ist schon echt cool. Dylan Marx mit einer super Frisur. Jetzt vielleicht mal ein guter Konterspot. Doan noch mal 1-1 einen wegmachen. Boah, das ist zu langsam. Schwer. Aber geht auch nach vorne gar nichts. Oh, Keitel, Junge, bleib stehen. Oh nein. Rutscht er so weg und dann bricht's halt. Ne?
Also 1-0, Frankfurt nach 27 Minuten ist ein Bruch. Keitel rutscht da komplett weg, sieht echt unglücklich aus, wie der Mann da ins Stolpern gerät. Dann macht das stark, ich glaube Mamouche war es, wie er den Ball mitnimmt und einschiebt, richtig gut gemacht. Bis hierhin eigentlich gar nichts passiert, keine Torchancen, Frankfurt 1-0. Aber weitermachen. Keitel so ein gutes Spiel gemacht, bis hierhin Schwamm drüber. Oh, schöner Touch, Salai. Roland, oh, Dorn! Boah, oh, das war so gut gemacht, ne? Wie er danach läuft. Salah erst in die Mitte gezogen. Schön den Ausgleich. Super Ding, früher Ausgleich, wirklich, sonst bricht es nämlich hier richtig. Ritz, Dorn. Super Ding. Salah echt stark, wie er in die Mitte zieht. Dorn, wichtig, dass er nachläuft. Früher Ausgleich immer wichtig. Ich glaube, wenn du hier lange hinten liegst, dann bricht's das. Ich hatte schon Angst, dass wir wieder kein Freiburg-Tor sehen. Aber jetzt 32. Spielminute gerade. Kann so weitergehen. Freiburg macht es gut. Boah, Gulde und Keitel halt die absoluten Permertesackers da hinten. 3 gegen 2. Boah, guter Ball. Ah, du Scheiße. Aber die sind halt so langsam da hinten. Ne? Da kommt wirklich niemand hinterher. So 2-1 für Frankfurt. Das war 35. Minute. Eigentlich so unnötig, aber Gulde und Keitel sind halt beide nicht die schnellsten. Wenn sie das da besser absichern, dann laufen sie sich nicht so krass in den Konter rein. Mamouche hat es dann echt stark ausgespielt, nochmal raus auf, ich weiß gar nicht, auf Knauf war das, glaube ich. Ja, ärgerlich, muss nicht sein, so ein Gegentor. Höhler, er hat es gut gemacht beim Anschluss, nee, beim Ausgleichstreffer von 1-1, sonst eher unsichtbar. Ich hoffe, es ist ehrlich Gregoric vorne drin. Hübi vorne drin, der macht heute sein Tor. Das kann ich euch versprechen. Der macht heute sein Tor. Der macht heute sein Tor. Oh, Gulde. Oh, guter Ball. Gulde, was machst du da? Gulde mit dem Ausflug. Oh! Auch verrückt. In Freiburg einfach 5000 Fans mit dem Fahrrad angereist. Und da gibt es immer eine coole Aktion. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, pro Fan wird 1 Euro gespendet. Sehr, sehr cool. Dorn heute wahrscheinlich der stärkste Spieler bisher in der ersten Halbzeit. Auch wenn der Ball jetzt nicht so gut ist. Oh ja, Grifo, komm, den kannst du. Ja, das reicht nicht für den Elfmeter, niemals. Wow, und beim Anlaufen gibt es den Elfmeter. Ich habe es gar nicht drauf bekommen, aber richtige Entscheidung. Also Freiburg läuft da super an, Höhler stupst den Ball weg und wird dann getroffen. Und dann gibt es Elfmeter und jetzt Grifo. Boah, Grifo mit einem... Ja, vielleicht 2 Schritten Anlauf. Aber es gibt keinen sicheren Elfmeterschützen als Vincenzo Grifo, wobei er heute nicht so gut gespielt hat. Trapp ist auch wirklich kein Elfmeterkiller. Wenn er den reinmacht... Ja, ich sag's doch. 1-1er-Quote, Grifo! Sehr, sehr wichtig, ich glaube. Sehr wichtiges Tor. Ich glaube, 50. Minute war das jetzt. 2-3 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Neuer Spielstand in der 5. Minute der Nachspiel. Halbzeit 2-2. Am Donnerstag gar keine Tore gesehen. Jetzt schon wieder 4 Tore. Also Freiburg hat eigentlich relativ entspannt angefangen. Gar nichts los gewesen. Dann direkt das 1-0. Keitel da eklig ausgerutscht. Schnellen Ausgleich gemacht. Freiburg gefällt mir eigentlich. Die kämpfen gut. Salai macht viel besseres Spiel als Donnerstag. Keitel, Gulde ein bisschen unglücklich. Auch beim zweiten Tor sehr langsam. Also Abwehr ein bisschen... Schwächer als am Donnerstag, aber offensiv ist das stärker. Auch Dorn macht ein super Spiel. Grundsätzlich gefällt es mir und ich glaube, zweite Halbzeit ist da auch einiges noch drin. Wenn dann auch Gregoric reinkommt, Höhler hat es auch gut gemacht beim ersten Tor. Aber gute Halbzeit von beiden Mannschaften und Stimmung ist auch... Also Frankfurter machen richtig Lärm und auch die Freiburg-Ultras, richtig geile Stimmung. Oh, junge Höhler, wohin? So, und direkt wieder zweite Halbzeit anfangen. Fliegt ja so ein kleines Flugzeug rum. Ich habe es gar nicht richtig gesehen, aber erstmal wieder Spielunterbrechung. Ja, der Mann sagt es hinter mir. Der weiß, wie es läuft. Also seit 15 Minuten sind es, glaube ich, die Proteste hier am Start gegen den Investoreneinstieg von der DFL. Da kann ich eigentlich auch mal ein Video zu machen, wie ich das Ganze sehe. Ja, also die Spieler sind jetzt alle wieder in den Spielertunnel. Ich weiß gar nicht, es sind gar nicht nur Tennisbälle und so, so Flugzeugdinger, so kleine Bälle, Münzen und sowas. Aber wir warten jetzt ein bisschen und ich hoffe, dass es gleich weitergeht. Also locker seit
15 Minuten jetzt die Spieler in der Kabine, wird auch nichts mehr geworfen. Ich verstehe es nicht, wieso es nicht weitergeht. Ist ein Bruch, ist nämlich frisch. Bitte weiter spielen, danke schön. So, 30 Minuten Unterbrechung, endlich geht's weiter. 2-2 gerade. Mein Ergebnistipp geht gar nicht mehr, aber ich bin mir, ja, ich bin sicher, das wird ein Win. Das wird ein Sieg. Oh ja, Lukas, oh, schönes Ding. Direkt mal gut reinkommen nach der Unterbrechung und ein Zeichen setzen. Ja, nochmal. Oh, das macht er stark. Noah, guter Mann, ist da. Oh, keiner Zeit, macht er gut. Oh, schön. Aber hinten steht keiner, schade. Aber Freiburg viel besser drin jetzt in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Ich sag's immer wieder, die Stimmung im Freiburg-Stadion so underrated. Wahnsinn. Boah, was ein 1 gegen 1 da. Boah, was ein Tor, so ein Scheiß. Also muss man ehrlich sagen, wer den reinhaut, ist dann schon richtig krass. Also das war richtig krass gemacht. Ansgar Knauf, anscheinend der beste Spieler der Welt, den haut er schon gut rein. Ich weiß nicht, wer da vorne ins 1 gegen 1 gegangen ist. Geht dann zwei Spielern vorbei, legt dann super quer, nimmt einmal an und haut den rein. Ich glaube, da kann Noah wieder nichts machen. Bei allen drei Toren heute eigentlich ohne Chance. 72 jetzt. Das ist, ja, unlucky. Freiburg war eigentlich gut drin, gut reingestartet in die zweite Hälfte von der zweiten Halbzeit. Aber jetzt nochmal attackieren, Ausgleich machen, Siegtreffer, 4-3-Sieg. Grifo jetzt mal ein gutes Ding. Zweiten Pfosten, Gulde, chippt ihn in die Mitte mit dem Kopf. Oh, da kracht's. Keitel jetzt auch auf dem Boden. Für den Mann wäre es eigentlich echt eklig, wenn er wieder verletzt raus muss. Der Mann hat so Pech gehabt mit Verletzungen. Eigentlich so ein starker Kicker. Doppelwechsel, glaube ich. Keitel raus, Didier kommt rein und Höhler out für Grigoric. Ja, hätte ich schon ein bisschen früher gemacht. Höhler macht zwar manchmal stark, wie die Bälle festmacht, wie beim ersten Tor. Aber sonst kam da heute, wie Donnerstag, echt wenig. Grigoric hat sich eigentlich verdient gehabt, von Anfang an zu spielen, sage ich. Das will dir auch. Ja, Noah auch auf dem Platz als linker Außenverteidiger, glaube ich. 25 oder Schienenspieler links, macht er immer sehr, sehr stark. Makengo out, hat ein gutes Spiel gemacht, solide. Noah immer so ein geiler Kicker, wie immer. Das 1 gegen 1 gesucht wird, wenn Noah den Ball hat, ist super. Flanke gut, Grigoric, da ist er, Michael! Aber das ist halt echt geil. Noah sucht da immer 1 gegen 1, geht dynamisch nach vorne. Grigoric für die Flanken, super da. Das ist super. 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Plus Nachspielzeit bestimmt auch nochmal ordentlich. So, Grifo, schau mal das Licht. Und ja, quer. Nein. Aber der Bre liegt immer noch. Ball raus, der liegt jetzt seit 3 Minuten. Cool, so direkt vor uns. Ja, war für Frankfurt. Und jetzt Muslia sehe ich zum ersten Mal im Freiburg-Dress live im Stadion. Hab gegen den Mann, den man in der Jugend gespielt war, bei Karlsruhe war es ein Baller. Und auch super Standards. Ich glaube, der kann nochmal Schwung reinbringen. Oh, der ist super. Grigoric immer gefährlich. Grigoric! Vamos! Ich sag's doch, der Mann ist der Beste, er muss öfter spielen. Lass ihn öfter zocken, Christian Ruf! Aber auch verdient, wirklich auch verdient. Zweite Halbzeit gehört eigentlich Freiburg. Und auch seine zweite dicke Chance, die er jetzt reinmacht. Noah macht ihn frisch, ich lieb's, der Mann immer 1-1 suchen. Und jetzt den Ball rein. Gregor nochmal. Schade, gute Aktion aber. Den chippt er gut. Oh, Kübi! Weltspieler auf der Linie. Oh, Freiburg gut. Frankfurt gut drin jetzt. Kein Foul da. Fuß vor. Wie kann der da durch? Das ist ein Foul halt, ne? Glück, seht ihr da so viel mit Hände. Also das ist wirklich Glück, dass das kein Foul ist. Also Frankfurt macht jetzt die letzten 2 Minuten so Druck, kriegen jetzt nochmal eine Ecke. Freiburg ein bisschen am Schwimmen gerade, mit dem Schwimmflügel. Oh nein. Niemals. Oh, Arthur ist da. Und jetzt mein Konter. Florent, ja, läuft tief. Aber da ist halt niemand. Und, oder? Irgendwie durch. Oh ja, Philipp. Gregoric, mach das Ding! Ja! Nein! Kein Tor! Niemals! Oh mein Gott!
Was passiert hier? Nein, Kübi, Junge, holt er sich noch gelb ab, oder was? Hitziges Spiel. Auf in dem Platz. Und Christian dreht da durch. Am Ende dann 3-3. Also richtig, richtig geiles Spiel, was wir gesehen haben. Stimmung auch unglaublich gewesen. Am Ende hätte es sogar mehr sein können. Die Riesenchance. Gregoritsch geht da, glaube ich, am Torwart vorbei, am Trab vorbei. Schafft es dann aber nicht, das Tor zu machen. Philipp davor, super Aktion. Also die Subs, Christian Streich. Nächstes Mal vielleicht Gregoritsch von Anfang an, hat er sich verdient. Ich habe es gecallt, das Tor. Richtig gutes Spiel gewesen. Am Ende vielleicht zu wenig, aber Frankfurt hat auch eine super Leistung gehabt. Vor allem offensiv effizient, wie sie die Chancen genutzt haben, war eine 10 von 10. Wow, was ein Spiel. So, Freunde, das war's vom Video. Wir sind ein bisschen später angekommen. Nächstes Mal Donnerstag, der nächste Vlog schon wieder am Start. Da kommen wir dann ein bisschen früher ins Stadion, nehmen wir ein bisschen mehr die Atmosphäre noch mit, fragen vielleicht mal ein bisschen die Fans, was sie denn so vorm Spiel denken. Richtig geiles Spiel gewesen. Ich hoffe, ihr habt auch ein geiles Video gehabt. Lasst auf jeden Fall ein Like, Follow da, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich auch noch besser machen kann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.